Ciao! Hoi Freunde, schön seid ihr dabei zum Video am Montagmittag. So, wieder bei mir ist wieder mal der Krüde. Hoi Krüde. Ja, hoi. So, liebe Freunde. Wie habt ihr den Livestream gefunden am Donnerstag, wo der Tag seid dabei war und ich und sogar der Krüde? Und wir sind gut jagen. Abgesehen vom Jagen jetzt, ne? Wie habt ihr das Thema Alltag für euch persönlich empfunden? Oder wenn ihr lieber, dass wir das normale Thema aufnehmen? Bitte links halten. Wir machen heute am Donnerstag wieder heißen, oder? Könnt ihr? Jawohl. Wir tun es gleich ziehen. Und es ist, wir wissen noch nicht genau, wie es ist. Darum, wenn ihr ein Thema vorschlagen könnt, schreibt es in die Kommentare. Dann würden wir ausführlich über das Thema reden. Christian, was hast du eigentlich noch zu dem, ja, sagen wir mal, Rückblick vom Leistung? Was hast du da noch zu sagen? Eigentlich nicht viel mehr. Es ist ein Thema, das natürlich riesengroß ist. Man kann natürlich ganz verschiedene Sachen anschauen bei diesem Thema. Wir haben vor allem jetzt mal den Arbeitsalltag geschaut, unseren Arbeitsalltag. Wir können heute vielleicht noch können unseren Wohnalltag vielleicht noch ein bisschen beleuchten. Da gibt es auch eine Menge Sachen, die offen sind oder Aspekte, die auch dazu gehören. Und es hat mir aber gefallen, mal zu hören, so von den anderen, was sie so für einen Arbeitsalltag haben. Habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und wir können gern ein anderes Thema nehmen oder das Thema nochmal vertiefen, einfach auf einen anderen Aspekt, zum Beispiel Aspekt Wohnbereich, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Es gibt einfach sehr viele Bereiche, wo das natürlich zutrifft. mehr habe ich auch gar nichts zu bringen. Ich habe es einfach toll gefunden, dass man auch hätte mitmachen können. Und ich würde mich wieder freuen, beim nächsten Mal wieder voll dabei zu sein. Und wieder über ein Thema zu reden, wo einem auf der Seele hocken oder wenn man noch das Gefühl hat, könnte man noch besprechen. Ja, das klingt nicht einmal schlecht, hä? So, jetzt aber mal. Wir sind jetzt zum ersten Mal, ne Leute? Ich halte das so immer zeigen. Es gibt mal ein Video vom Eurotrack-Simulator. So, ist es da. Das Video, das erste Video vom Eurotrack-Simulator. American Truck Simulator. Und es Ding ist halt auch, ne? Ihr merkt gerade, da bin ich auch wieder unterwegs mit der Eisbiat. ATS mache ich auch ein Video, denke ich mal noch. Auf der 1.40 Version wird sie. Und rechts ehrlich sage ich jetzt, dann Ausfahrt rechts nehmen. Mich hat er richtig. Ja, es ist ein Livestream. Wie jetzt am Donnerstag hat man richtig rechts Spaß. Weil du hast nicht einfach irgendetwas. Biege nach rechts geredet, ab. Sondern du hast. Etwas Sinnvolles geht, oder wie zum Beispiel das Thema Alter. Das ist doch ein Thema, das groß ist, wo ja auch ein riesiges Ding ist.
richtige Thema. Und darum schreibt unten einen Kommentar, ob ihr wollt, dass wir das Thema wieder vertiefen. Oder ob wir ein anderes Thema ansehen. Falls ihr euch entscheidet, also nicht einschreibt, was ich auch nicht schön finde, ich würde es schön finden, dann würde ich und der Christian uns, ja, sagen wir mal, entscheiden, so ab Dienstag hin. Würden wir uns entscheiden, komm, Christian, verhaltest du nochmal mit dem Thema oder wie sieht es mit dem Thema aus? Also, ich meine, ich habe jetzt gerade im Handy geschaut, habe mal das Thema Alltag eingegeben. Mhm. Und da wird der Alltag beschrieben, so gewisse Abläufe, wo wir haben, eben Schlafen gehört zum Alltag oder Lernen in der Schule, ist so etwas oder die Beruf eben, Konsum gehört dazu, Freizeit, Körperpflege, Urlaub haben, gehört auch dazu. Also, man sieht, wenn ich so den Beschreib liest, da gibt es so viele kleine Nebenthemen, wo du ebenfalls dazu gehören. Und ich fände einfach mal nochmal spannend, das Thema nochmal aufzunehmen und ein anderes Unterthema dazu zu nehmen. Da wäre mein Vorschlag, dass wir an dem großen Thema dranbleiben und ja, uns andere Aspekte nochmal anschauen vom Alltag. Ja. Ich meine, das ist noch nicht ausdiskutiert, habe ich das Gefühl. Ja, und genau das gleiche Gefühl habe ich eben auch. Also das Thema, das... Ja, ich finde, das Ausdiskutieren vor allem, ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt hauptsächlich aber wir haben auch ein bisschen nebenbei angefangen. Also was eigentlich noch fehlt zum Thema Alltag, ist meine Meinung noch. Schlafen und das Wohnen. Also ich finde es sehr gut, dass das Wohnen gehört auch zum Alltag dazu. Ganz genau. Darum habe ich da am geradeaus sagen, bringen, dass man da nochmal bringt und einen anderen Aspekt nochmal anschaut, eben das Wohnen zum Beispiel. Darum habe ich da auch noch einen Beschrieb. Es gibt sogar Alltagswissen, normales Alltagswissen, wissen die, was du Erfahrungen machen sie. Naja. Und mir ist einfach nur mal so die praktischen Erfahrungen von den Leuten, die mich nur interessieren. Was haben die alles erfahren vom Alltag? Und was ist euch wichtig im Alltag? Da würde mich noch wundern, wie jeder Mensch nimmt etwas anderes wichtig, oder? Naja. Ein Detail, der andere hat gesagt, mich würde es sehr interessieren, was Menschen für wichtig halten und was nicht. Und da habe ich einen ganz guten Beschrieb auch dazu. Ich bin da gerade nebenbei noch ein bisschen recherchieren per Handy und da habe ich eben gewisse Sachen. Ja. Es gibt ja Leute, die dann ja aus dem Buch entscheiden. Und dann gibt es ja wieder Leute, die nicht aus dem Buch entscheiden, sondern mit dem Kopf. Den Verstand. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber so sind Menschen sehr unterschiedlich. Ja.
Und da wird hier eben auch beschrieben, dass Menschen ganz unterschiedlich entscheiden können. Ja? Und ja, das wäre es mal vom Rückblick, ne? So, Christian, ja. Erzähl mal, was besser zeigt, Krüde, nur noch drei Lärme, das ist Krüde. Links halten und dann links abbiegen. Und ja, wie ist da eigentlich als Montag, ja, wie sieht es jetzt am Montagabend aus vom Wetter her? Und ja, die kommende Woche. Es ist eine komplizierte Situation. Wir haben weder Fisch noch Vogel. Hoch, Norden, Süden, Tiefdruck. Und je nachdem, wo man gerade daheim ist, regnet oder schneit sogar. Zwischendrin ist es aber auch wieder mal länger gebrochen. Und Temperaturen nachher nicht große Günden gestochen. Wir haben immer irgendwo zwischen 12 und 16 Grad. Und wer Hobbygärtner ist oder Landwirt, der sollte die Kulturen um ihn schützen, weil es kann durchaus dann um ein paar Nächte geben, wo es eine Nacht Frost kann geben. Es ist gut möglich, dass es nochmal Frost gibt. Vor allem ab der zweiten Wochenhälfte, die erste Wochenhälfte, nun, da haben wir so 1-2 Grad plus direkt über dem Boden, aber zweite Wochenhälfte mit dem Kaltluftvorstoß, wo man könnte kommen, könnte, wenn es aufklaren sollte, dann eben wieder Nachtfrost geben. Ich sage bewusst Nachtfrost, weil man unterscheidet ja zwischen Luft- und Bodenfrost. Bodenfrost würde heißen direkt am Boden. Luftfrost werden auch 2 Meter über dem Boden auch Temperaturen unter 0 Grad. Und ich gehe davon aus, dass es eh noch direkt am Boden ist. Also wenn man Pflänzchen hat oder Kulturen, bitte nochmal gut schützen. Ach du Jemine. Also, was heißt jetzt eigentlich, wo sind wir der April? Der April 2021 ist im Moment auf einem negativen Kurs. Wir haben eine Abweichung von 2,4 Grad im klimatischen Durchschnitt. Da wären wir etwa auf die Höhe von 1997. Wenn wir aber jetzt mal schauen, die Prognose bis Ende April, es wird wahrscheinlich peu à peu ein bisschen wärmer, aber so richtig warm wird es nicht, es bleibt einfach so im Durchschnitt. Und wenn wir dann natürlich zusammenzählen, dann werden wir etwa im Jahr 1997 als Vergleichswert etwa haben, das heisst 24 Jahre. Ist es her, seit der April so kalt war, wie wir momentan. Ja, super. Ja. Auch wenn man die Anzahl Frostnächte nimmt, normal den April etwa nach Frostnächte, haben wir jetzt in dem Jahr wieder übertroffen. An manchen Messstationen haben wir bereits schon 12 Frostnächte gehabt. Biege nach links ab. Und das ist natürlich schon eine größere Hausnummer. Vor allem, wenn man bedenkt, es war nicht nur einfach schwacher Bodenfrost, sondern zum Teil auch starker Frost. Biege nach rechts ab. Es hat auch in gewissen Regionen schon leichte Schäden gegeben an den Pflanzen. Dementsprechend hoffe ich jetzt, dass links abbiegen in nächster Zeit auch wieder wird, wo das Nachtfrost vor genau retour geht im Süden. Biege nach rechts ab. Das ist wir sind fertig. Ja, das ist nicht gut, aber ich habe fast ein bisschen gedacht, es hat seit letztem Jahr einen totalen Schnitt gesehen, jeder Grosswetterlage. Normalerweise haben wir hoch über den Atlantikkanten Hochdruck, der hat sich mehr und mehr nach Norden verschoben.
mit dem ist immer wieder Kaltluft ihr gerutscht. Und die hat dann dafür auch gesorgt, dass in den vergangenen Monaten halt immer wieder so Phasen gegeben hat, wo es relativ kalt war. Und das scheint jetzt der April auch vorzeitig zu machen, wann es vorne schon gewesen ist. Aber was ich mich jetzt so gerade rausziehe, oder krass finde auch noch, dieses Jahr ist so arschkalt. Letzte Erinnerung ist so arschwarz. Jawohl, ja. Also besonders früher im Jahr war es ja recht warm gewesen, das stimmt. Dann haben wir einen Sommer gehabt, der auch relativ mild war, phasenweise aber auch recht heiß. Der aber immer wieder mit Unterbrüchen. Das war neu gewesen, im Vergleich, wenn man es 19 nimmt, wo es ja dann länger einmal sonnig und trocken war, haben wir letztes Jahr doch ab und zu einmal Abwechslung gehabt. Und das war für mich eben ein Zeichen gewesen, dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Und dass die Natur jetzt einen Cut macht und jetzt einmal eine andere Phase kommt. Was das natürlich heisst, oder was kommt, da weiß ich nicht, aber es wird sicher etwas anders kommen, als man sich zu gewöhnt war in den letzten Jahren. Ich komme ja weiter in die Richtung. Oder? Ja. Ah nein, sorry. Aber wie ist jetzt da mit dem ganzen... Ja. Wie ist jetzt eigentlich mit dem ganzen Wetterlage für... Ja, da ist jetzt blöd. Halt, ich bin gerade am Einpacken, ne? Das ist so mühsam. Ja. Bist du der richtige Winkel raus? Ja, jetzt habe ich den. Yeah. Helschen raus. Aber Leute, ich muss sehr gerne entdecken. Es hat wieder Spaß gemacht. Das glaube ich. Nein. Okay. Aber jetzt mal etwas anderes kriegen, ne? Ja. Was sagst du so dazu? Dem ins Ganze, dass jetzt eigentlich nicht mehr warm ist oder kalt. Wo sich ja jetzt heraus ist. Ja, das mag für manche Leute ein bisschen komisch klingen, aber das ist wirklich dem geschuldet, dass man eine globale gestörte Zirkulation hat. Wir haben das La Niña-Phänomen, alle, die das Phänomen schon mal gehört haben, so kurz zur Erklärung. Es ist eine Art, kaltes Wasser wird nach oben gelupft. Dementsprechend wird die Zirkulation auf der ganzen Welt ein bisschen verändern. Der Westwind wird stärker über dem Pazifik und schiebt Regenwolken nach Südamerika an. Auch Teile von Afrika ist dabei dann betroffen. Und das verschiebt dann die ganze Zirkulation rund um den Globus. Und dann haben wir noch das sogenannte Starkwindband in grosser Höhe. Und das ist
jetzt ein bisschen gewählt. Das hat Ausbuchtungen nach Süden und Ausbuchtungen nach Norden. Und momentan ist der Jetstream immer so über Norddeutschland weiter und trennt die Kälteluft von der Wärmere im Süden. Und je nachdem, wie sich dann da verschiebt, haben wir auch dementsprechendes Wetter. Momentan scheint der Jetstream in den nächsten Tagen eher wieder nach Süden auszuschlagen. Das heisst, die Kälteluft kommt wieder ein bisschen näher. Aber wie denn das genau im Detail ist, da weiß man noch nicht. Es entscheidet da wenige hundert Kilometer, ob die Sonne scheint und ob es regnet oder sogar wieder schneit bis 800 Meter. Also da merkt man schon, das sind kleine Nuancen oder Veränderungen, die sich ausmachen, schlussendlich. Krass. Also Leute, ich würde sagen, das wird es sein. Und man sieht sich am Donnerstag wieder beim Livestream. Ich bin Sammy, wünsche euch eine ganz schöne Woche bis am Donnerstag. Könnt ihr was so noch für diese Woche unsere Leute da draußen mitgeben bis am Donnerstag? Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt das erste Mal einen schönen Sonntag. Wo eben da gut aus und für die neue Woche viel Kraft, Freude und Spass am Leben. Und wie ihr vielleicht merkt, das Video nehme ich am Samstagabend auf. Und das Video kommt dann am Montagmittag. Ich wünsche euch damit, bin ich jetzt durch, man sieht sich am Samstag. Bye bye.